Regenerative Energien. Wir sind gerade an der Hermann-Tast-Schule sozusagen mit einem Stichwort und die Lütting-Schüler Technikakademie ist hier mit dabei. So habe ich das gelesen. Ist das eigentlich richtig? Was verbirgt sich dahinter? Da sind so viele Namen. Ja, die Lütting-Akademie oder Schülertechnikakademie, die ist gegründet worden durch die Innovationsstiftung. Wir sind ein kleiner Ableger davon, der an der Hermann-Tast-Schule agiert. Und bei uns macht der 13. Jahrgang im Rahmen des Lütting-Programms den Projektkurs Regenerative Energien. Und jetzt haben Sie hier eine riesen Antenne. Ich dachte immer, das würde man nur nutzen, um irgendwie sozusagen ein neues Satellitenprogramm aus Brasilien zu empfangen. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Sieht aus wie so eine Antenne, nennt sich auch Parabolspiegel, aber der dient nicht dazu, um irgendwelche Radiowellen einzufangen, sondern um die Sonne einzufangen, zu bündeln und auf den kleinen Wassertank, der da in der Mitte ist, zu lenken. Mit diesem Wassertank oder in diesem Wassertank entsteht dann natürlich Dampf mit hohem Druck. Und dieser Druck ist dann dafür da, in einem zweiten Behälter Wasser in eine höhere Ebene zu pumpen. Das Ganze passiert immer stoßweise. Und wenn ich das Wasser in einer höheren Ebene habe, habe ich eine Latentenergie, die ich dann über eine Turbine wieder in Energie umwandeln kann. Und sieht das so aus, als wenn die Schüler beim Modern die Alufolie geklaut haben? Ist das alles selbst von denen gebaut oder ein Teil davon? Oder muss man alles kaufen und die sollen sich das nur angucken? Nein, das ist alles selbst gebaut. Auch der Spiegel ist mal von Schülern zusammengebaut worden. Den gab es allerdings im Bausatz, weil die Schüler können nicht so gut das Aluminium schneiden. Der Rest ist selbst gebaut und die geklaute Aluminiumfolie, die dient dazu, die Kabel und Schläuche vor der Hitze zu schützen. Im Brennpunkt des Spiegels kriegen wir bei Sonneneinstrahlung schlappe 800 Grad. Da kann man auch eine Frikadelle vorhalten, die wird auch heiß. Ja, die Frikadelle wird auch heiß und die Gabel lässt man dann rechtzeitig fallen. Danke, Arne. Toi, toi. Für Ihr Projekt und für Ihre Schüler. Ja.